Meine Damen und Herren, es geht weiter mit Civ 6 und mit der Eleonore, dem Blumenkranzschoss. Eleonore von Aquitanien und Britannien, der Königin von England und unserer weißen, gütigen und ich hoffe doch sehr bald brutalen und blutrünstigen Herrscherin, die gleich in einer Runde eine Regierungsform etablieren wird, die unserem Kriegertrupp helfen wird, diesen Speerträgern ihre kleinen, knöchernen Schädel effizienter einzuschlagen. Kein Scherz. Darauf hoffen wir. Auf ein kleines Schlachtfest zu unseren Gunsten. Eine Runde weiter. Oh nein. Ist nicht unbedingt der angenehmste Nachbar, den man sich vorstellen kann. Wir spielen mit zufälligen KI-Gegnern Genghis Khan. Vor mir liegen zukünftige Länder der Mongolei und hinter mir steht die einzige Kavallerie, die wichtig ist. Eine Ehre, euch kennenzulernen. Oh, wir sind näher an seinen Städten als umgekehrt. Es nehmen wir seine Gastfreundschaft in Anspruch. Der eine fiese Spezialeinheit. Wenn er zur Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. Und wo sind die? Hier vorne. Ja, wir sind dichter an die rangelaufen als umgekehrt. Das heißt, wenn wir dichter an ihren Stellen sind als umgekehrt, wir haben die Hauptstadt aufgedeckt, das bedeutet, dass hier wahrscheinlich noch eine Stadt von denen liegt. Weil der Treffpunkt der Einheiten dichter an deren Stadt dran liegt als umgekehrt. Hier beginnt der Loyalitätsdruck, hier muss noch eine Stadt sein. Das heißt, die liegen genau dort, wo wir hinwollen, in dem fremden Kontinent, wo wir siedeln wollen. Wir müssen schnellstmöglich einen Siedler hier vorne hinschicken. Und achte mal oben auf die Militärpunkteanzeige. Dreimal so viel Militärstärke wie wir. Das ist fies. Dazu kommt noch, der Kollege hat natürlich die Agenda, Pferdeherr. Wer mit ihm nicht konkurrieren kann, mit seiner Kavallerie, der hat ein Problem an der Backe. Wir könnten uns bei ihm einschleimen. Wir könnten ihm unser letztes Geld schicken. Das geht nur in dieser Runde. Der ist stärker als wir. Soll Eleonore ihn ein bisschen umgarnen, einwickeln, umwerben? Sollen wir ihm sowas versuchen? Sollen wir ihm Geld schicken, damit er uns ein bisschen lieber hat? Sowas machen? Schick mal ein bisschen Geld drüber. Eine Delegation. Die Geschenke waren annehmbar. Jetzt hat er 25 Gold von uns bekommen. Oder noch reicher und noch mächtiger. Das sieht aber echt... Ah, hier ist gar keine Stadt. Hier fängt der Druck an. Hier siedeln. Da hätten wir Trinkwasser und Küste. Und eine Engstelle. Aber es ist eng hier oben hin, aber wäre ein möglicher Platz für eine Stadtgründung. Ist natürlich nicht ganz so dicht an den Nachbarn wie gedacht, aber andererseits, wenn er uns früh angreift, sind wir Geschichte. Die Stadt ist sonst relativ lahm. Da könnten wir also dieses Geländefeld. Oliven werden im zweiten Ring. Könnten, also ich halte den Platz mal fest. Der Kulturdruck wird auch stärker werden von denen. Ist ein bisschen dicht dran, wäre aber machbar. Wir halten den Platz uns mal reserviert hier. So, jetzt wählen wir unsere Regierungsform. Die erste Ausrichtung, die wir uns holen, ist bitteschön die Handwerkskunst aus Gründen. Denn wir brauchen ein paar Truppen gegen ihn, sonst überfällt er uns garantiert. Damit könnten wir Siedler schneller bauen. Es dauert 31 Runden, bis wir dorthin kommen. Bis hierhin auch 31. Wenn wir aber das Monument erst fertig haben, geht schneller. Dann haben wir statt 1,5 3,5 pro Runde. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, weil unsere Leute glücklicher sind. Wir stellen rein, dass wir gegen Barbaren besser kämpfen können. Und ein Glaubenspunkt, damit wir Gottkönigin Eleonore, das Blumenkranzschäuser, nennt sich selber zur Gottkönigin, damit wir uns ein Pantheon freischalten können. Bei 25, glaube ich, ne? 25 Glaubenspunkten auf der Spielgeschwindigkeit bekommen wir ein Pantheon. Und jetzt können wir hier angreifen. Ja, was soll man sonst machen?
Richtigerweise im Chat von Dschungelschleichig, dass die Karte so extrem hügelig und mit viel Vegetation ist, ist tendenziell eher noch ein Vorteil für uns, weil dann die ihre Schnelligkeitsbonus so nicht so ausspielen können. Hier in der Stadt Speerkämpfer rein, wäre nicht schlecht, aber was hier oben ist, wissen wir nicht. Oh. Man kann noch nicht mal... Oh Mann. Hängen wir einmal im Hufeisen fest und kommen nicht weiter. Jetzt kommt der Campus und der nächste Bürger. Eins weiter bitte. In zwei Runden der nächste Campus. Der nächste Bürger. Ja, die Freude über die gute Startposition ist ein bisschen dem Realismus mittlerweile gewichen. Wir laufen nach oben hin weiter. Das ist ein Monument. Jetzt kommt der Siedler und der braucht allerdings eine Militäreinheit, um ihn zu begleiten. Oder wir schicken den Scout gleich zurück. Hauptsache, die Stadt entsteht schnell. Den Krieger, am Militäreinheiten können wir mit der Agoge-Karte in schnellerem Tempo bauen. Ich würde sagen, jetzt den Siedler. Damit wir überhaupt hier unten schnell gründen. Der darf nicht zu weit weglaufen und muss den Siedler gleich rüber schicken und begleiten hier. Wir verschanzen uns einmal, heilen ein bisschen. Der Barbar heilt nicht aus. Hier kommen wir kaum durch. Ich würde sogar sagen, wir laufen den Weg linksrum zurück. Jetzt kommt der nächste, der dritte Bürger hier. Da ist der dritte Bürger. Hört ihr die Musik? Ist das mongolische Musik? Das ist okay. So, ja, ja. Das läuft alles fein so. In 6 Runden müssen wir den begleiten können. Ich laufe lieber auf dem kurzen Weg rauf. Ein Barbar, dem sollten wir uns aber stellen können. Wieder eine Runde weiter. Musik ist im Augenblick keine da. Die ist nicht die ganze Zeit durchgehend. Im Chat wird gefachsimpelt von Demolisher, solange wir kein Hufgetrappel hören, noch ist alles dann okay. Gott, noch eine Runde aufs Haar weiter heilen. Oder den schon mal einmal schwächen. Ich warte noch eine Runde ab. Ah. Boah, ist das hügelig, ist das bewaldet, ist das bergig. Krass, 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 krass. Hört ihr die Musik jetzt wieder? Laut meiner Anzeige ja, wenn auch leise. Ich kann sie lauter machen, wenn ihr möchtet. Musik lauter. Wir laufen einmal oben lang. Sieht ja aber alles, sind noch mehr Pferde. Also den schicken wir wahrscheinlich hier runter in 4 Runden, ne? Passt so, meinen die meisten. Halbe halbe, also wenn ihr halbe halbe seid, dann würde ich mit Rücksichtnahme auf die Lärmempfindlicheren unter euch die Musik so lassen. Wenn ich den Wald roden wollte. Ich dachte, Ton müsste sich in der Hand eines guten Töpfers wohlfühlen.
Wir könnten mal gucken gehen, ob wir den Siedler jetzt auch... Ah, der ist fast fertig, das lohnt sich nicht. Ich wollte eigentlich den Campus erroden, da eben hatten wir auch eine andere Ziff gesprochen, da hatte ich die Inspiration. Wir wissen, hier geht's hin zum Campus über die heilige Stätte und das würde ich auch machen. Und ich würde gerne entweder die heilige Stätte erroden oder ich würde gerne den Campus erroden. Eins von beidem. So, wenn man noch, wir haben wie viele XP? Wenn wir noch einen Kampf erfolgreich durchführen, können wir einmal heilen. Dadurch wären wir aber nicht ganz fit. Ich würde noch einmal warten. Drei Runden der Siedler. Ah, noch ein Barbarencamp da vorne. Oh Mann. Das heißt, von da oben kann uns auch ein Speer aufsuchen und dann hätten wir ein echtes Problem an der Backe. Was für eine Gegend. Ja, es ist echt jetzt auch viel los. Mongolen vom Süden, Barbaren im Westen und im Osten. Im Norden unsere Stadtstaaten, Freunde. Es bleibt doch dabei, ne? Hier vorne siedeln wir, oder? Hier, oder? Wir könnten natürlich auch hier rüber siedeln. Dem direkt auf die Pelle. Pferde. Zweimal siedeln. Einmal hier siedeln, einmal da vorne. Hier sind die Luxusgüter. Hier sind die Oliven, die wir unbedingt uns holen sollten. Hier vorne ein sensationelles Bananenfeld. Drei Nahrung, zwei Produktionen. Was würdet ihr hiervon halten? Wenn wir hier siedeln würden, Leute, dann hätten wir im zweiten Ring dieses Deluxe-Feld, das uns sofort ohne Modernisierung sowohl nahrungs- als auch produktionsmäßig boostet. Drei Nahrung, zwei Produktionen, wir werden direkt neben den Pferden, wir hätten hier eine Engstelle, da müssten die erstmal durchkommen. Und das Feld hier vorne ist ein Hügelfeld ohne Vegetation, das heißt, die haben auch nur einen geringen Verschanzungsbonus, wenn wir angegriffen würden. Wir hätten im zweiten Ring die Zitrusfrüchte. Und dann hier noch einen, da hätten wir drei Städte nebeneinander, die Druck auf unten ausüben würden. Wir würden in der Dschungelzone bleiben. Dschungelzone ist immer ganz gut zum Start, weil auch ohne Modernisierung genug Nahrung und mehr und genug Produktion zusammenkommt. Wir hätten Trinkwasser hier oben. Wir hätten relativ viel Berge hier, vermutlich hier auch noch ein spannendes Gebiet. Und wenn in der Zone, in der wir Druck ausüben können, loyalitätsmäßig, ohne nicht zu sehr gequält zu werden. Was würdet ihr davon halten? Unter der Voraussetzung, dass die nicht selber einen Siedler dorthin schicken. Eine Stadt hier vorne. Trinkwasser, Trinkwasser. Sollen wir das machen? Und hier hätten wir auch den Naturhafen. Direkt hier den Anschluss ans Wasser. Soll das machen? Ja? Oh Mann! Es ist alles, was für eine Gegend. Wie viele Hügel. Wie viele Berge. Wie viele tolle Plätze für Campus und andere Distrikte. Wahnsinn! Hier unten scheint ein Vulkan zu sein. Hier ist ein Vulkan irgendwo. Hier muss irgendwo ein Vulkan sein. Oh Mann. Jemand hat ein Weltwunder gebaut. Das große Bad. Ist der Vulkan.
Der ist weit, ja. Also um den herum wird das Gelände ein bisschen fruchtbarer, weil er immer und immer wieder explodiert. Wir spielen auf Katastrophenwahrscheinlichkeit 3 von 4. Das bedeutet, wenn Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, andere Naturkatastrophen sich ereignen, dann ereignen die sich häufiger und ihre Ereignisse sind potenziell schlimmer von den Auswirkungen her. Im Guten schlimmer als auch im Schlechten. Im Guten heißt, dass es halt öfter auch Düngeaktionen gibt von den Geländefeldern drumherum, aber im Schlimmen auch, Bürger können verloren gehen in der Nähe eines Vulkanausbruchs und so weiter. Drum ist sehr viel Wüste. Wüstenfelder sind eigentlich eher langweilig und werden auch durch einen Vulkan nicht deutlich besser. Das heißt, die Nachteile in der Nähe dieses Vulkans zu siedeln sind höher als die Vorteile. Ich würde nicht in dessen Nähe siedeln wollen. Hier unten, das sind Felder, die sind weit von dem entfernt. Und hier erscheinen, sind eventuell keine KI-Gegner. Ich würde erst in die Richtung siedeln, um die Gebiete wegzuschnappen und dann nach oben hin. Wieder eine Runde weiter. Siedler ist jetzt gleich da. Vulkan sind Barbaren. Das kommt noch dazu. Richtiger Hinweis. Und da ist der Siedler. In zwei Runden ist der dritte Bürger, der gerade verloren gegangen ist, wieder da. In sechs Runden können wir Einheiten schneller bauen. Was haltet ihr davon? Sollen wir den Siedler erroden? Wir erroden den Siedler jetzt hier. Wo siedeln wir? Hier? Oder da. Wir ziehen ein Feld runter. Der Kollege begleitet ihn und den schickt man zum Roden hier hin und gucken, wie hoch die Erträge sind, die man hier bekommen kann. Mit immer noch mal einen Angriff. Jetzt ist er so stark, dass wir den Feind schwächen könnten. Wir kommen auf knapp unter 50% unserer Lebenspunkte. Wir sollten genug XP bekommen, um in der nächsten Runde ihn zu verbessern. Dann sind wir auf beinahe 100 XP wieder. Auf beinahe 100 Lebenspunkte wieder und haben eine Beförderung, mit der wir den dann in der übernächsten Runde killen könnten hier. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass hier kein barbarischer Reiter jetzt bei uns. Dann hätten wir echt Pech. Wir machen einen Bogen hier drumherum und mit dem Speer könnten wir entweder gleich wieder den Siedler begleiten. Wir müssen was aufdecken. Ich gehe mal gucken, was hier oben ist. Oder hier unten oder wo auch immer. Wir wissen, wir haben Binnenmeere. Vielleicht wir könnten auch hier unten langlaufen und ihn schicken wir zurück. Ob hier vorne irgendwas Spannendes ist, wissen wir nicht. Ich spekuliere mal drauf, dass wir hier hinziehen. Eine Runde weiter. Noch keine Einheit entstanden. Einmal Level Up, Beförderung, Ausheilen, Hälfte der Lebenspunkte kommen obendrauf. Also nicht die Hälfte von denen, die wir jetzt haben, sondern die Hälfte vom Maximum, 50 mehr von 100. Und Schlachtruf, wir sind stärker beim Angriff auf, nicht auf Kavallerieeinheiten, sondern nur auf Nah- und auf Fernkampfeinheiten. Wenn jetzt hier eine Kavallerie-Einheit spawnt, haben wir ein Problem an der Backe. Nächste Runde können wir angreifen. Wenn wir die nächste Runde killen und das Camp auslöschen und dann keine Einheit gespawnt ist, hätten wir Glück. Wenn jetzt, ich könnte mir echt vorstellen, dass jetzt beim Rundenwechsel noch eine Einheit hier spawnt. Weil Pech haben, ein Reiter. Wenn wir hier roden, bekommen wir 25 Produktion und wir brauchen, um den Siedler fertig zu bekommen, 110. Das Roden bringt im Augenblick noch nichts. Wohin wollen wir, Leute? Wo gründen wir die Stadt jetzt? Da
Daumen drücken und es wird das Camp jetzt bekommen hier. Nein! Genau in diesem Augenblick entsteht der Reiter, vor dem ich so viel Schiss hatte. Und da ist er. Jetzt mal mein Himmelsfahrtkommando, bringe das Camp um und der Reiter bleibt übrig. Ist ja nicht... Wenn wir eine Runde später gespawnt, wenn wir eine Runde später den Angriff durchgeführt werden, hätten wir das Camp wahrscheinlich nicht mehr getötet und wären hier... Wieso kann man... man kann auch das so sehen. Das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Hätten wir eine Runde später die Aktion durchgemacht, hätten wir noch nicht mal das Killen des Camps geschafft. Camp ist weg, ein Bonus auf die Militärtradition und wir bekommen, weil wir das Camp beseitigt haben, und wir bekommen noch ein paar Zeitalterpunkte, zwei Stück, weil wir ein Barbarenlager in der Nähe unserer Stadt gekillt haben. In den ersten Epochen bekommt man dafür Zeitalterpunkte. Faustregel, je dichter an unseren Städten, desto mehr Zeitalterpunkte. Und die wiederum braucht man, um ein goldenes Zeitalter zu bekommen. In 15 oder 20 Runden ist Zeitalterwechsel. 6 brauchen wir noch bis zum normalen Zeitalter, 10 bis zu einem goldenen. Wohin laufen wir, Leute? Ich bin dafür, dass wir hier hinrennen. Dass wir die Stadt hier gründen. Ich bin echt dafür. Machen wir's? Wir könnten auch sagen, weil das, wenn wir hier wirklich einen Campus roten wollen, der ist ja noch ein Stück entfernt, dass wir den Handwerker mitschicken, dass er sich vor Ort auflöst und wir hier die Pferde anschließen. Dann haben wir nämlich, das Monument würde ich nachher kaufen vor Ort, das mehr Kultur bringt und dadurch die Grenzen ausdehnt, 2 Kultur mehr bringt. Und wir könnten den Handwerker benutzen, um hier die Pferde anzuschließen. Hätten wir 2 Nahrung, 3 Produktion. Und nach dem Kauf des Monuments bekommt man dann die Bananenressource eventuell relativ schnell. Das Roden des zweiten Siedlers, wir haben ja gerade geguckt, wir bekommen nur 25 Rodungspunkte hier. Das reicht nicht aus. Das ist, wir haben hier eine Produktion vor Ort von 11. Das sind 2,5 Runden, die der schneller da ist. Wenn wir die Stadt hier vorne gründen, ist es völlig hier vorne, dass die KI, dass die Mongolen hier in die Nähe gründen, ist möglich, aber unwahrscheinlich. Also ich würde es nicht machen. Ich würde lieber den Rodungsertrag aufbewahren hier noch für den Campus. Und den mitnehmen und nach rechts weiterlaufen lassen. Drei Bürger sind wieder da. Alles wie gehabt. Eine Runde weiter. Ein Chat fragt The Same, ob es für uns gut oder schlecht ist, wenn wir Kavallerieeinheiten haben, wenn wir gegen Genghis Khan antreten. Gut, weil er spielt ja, die KI spielt ja auf Gottheit, oder wir, und die KI hat dann riesige Vorteile. Und gerade zum Start ist er heftig und er hat eher Respekt. Und mag uns eher, wenn wir auch viele Kavallerieeinheiten hätten. Knapp überlebt. Wir bleiben hier stehen. Wir haben hier ein sehr gutes Defensivfeld, Ebene plus Hügel. Und wir sagen sogar, wir verschanzen uns, solange wir den Angriff nicht durchführen. Wenn er nur uns angreift, bleiben wir verschanzt. Da haben wir noch einen Verschanzungsbonus und das Feld ist auch so ein sehr gutes Defensivfeld. Nicht angreifen, stehen bleiben. Wieder ein zweiter. Sie greifen an. Links kommt ein Speer, der könnte uns auch angreifen.
so den Angriff durchführen oder nochmal stehen bleiben. Das ist jetzt eine schwere Geschichte, weil wenn er wegläuft, könnte es sein, dass er uns plündert und uns provoziert. Wir könnten, wenn er allerdings wegfährt, wegreitet und vielleicht auf den Späher zuckt, es sogar benutzen, um den Späher aufzuleveln, ohne dass uns das Sorge bereitet. Ich würde hier weiterhin stehen bleiben. Immer stehen bleiben. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wir gehen mal aus dem Augen, aus dem Sinn unten rum. Eine Stadt. Und damit bedeutet, dass wir da nicht mehr siedeln können. Das ist jetzt zu dicht an den Nachbarn dran. Damit können wir da gar nicht mehr hin, weil man darf maximal vier Geländefelder entfernt von der nächsten Stadt siedeln. Also die Stadt selber und die ersten drei Geländefelder drumherum, die sind dann geblockt. Hier wird gegründet. Damit ist der Platz hier Geschichte. Dann würde ich hier hin. Hier hin, da haben wir Trinkwasser. Wir könnten auch hier oben, das wäre auch eine Option. Wir könnten auch an Ort und Stelle siedeln. Wenn wir an Ort und Stelle siedeln würden, hätten wir hier unten nicht den Vorteil, ans Wasser gehen zu können. Wir hätten aber im zweiten Ring die Bananen, die sehr cool sind. Wir hätten im ersten Ring den Honig. Und wir hätten ein Olivenvorkommen wenigstens hier unten und würden uns hier sichern. Wir könnten hier stehen bleiben. Wir überlegen uns das mal aufgrund unserer Danke an The Sane fürs Abo verschenken an Mario. Skafilo, vielen Dank fürs 14. Abo. Danke an dich. Wir könnten, wisst ihr was, wir schauen uns mal an, wenn wir hier siedeln würden, wie das aussehen würde mit möglichen Distrikten. Wir hätten im ersten Ring ein tolles Nahrungsfeld. Das heißt, wir hätten hier sofort die Möglichkeit, dass die Stadt schnell Bürger bekommt. Wir hätten im zweiten Ring die tollen Bananen, 3 Nahrung, 2 Produktionen, eines meiner Lieblingsfelder überhaupt bei einem Civ 6 Let's Play zum Start. Ich liebe es, Bananen direkt in der Nähe zu haben. Bananen auf Dschungel sind großartig. Hier vorne hätten wir die Bananen erst im dritten Ring. Wir wären gleich dicht an London drin. Ich denke mal ein bisschen nach, wie man Bezirke setzen könnte. Man könnte zum Beispiel hier vorne einen sehr guten Campus-Distrikt hinsetzen, der einen 3er Nachbarschaftsbonus hätte von Beginn an, nämlich durch den Berg jeweils einen Nachbarschaftsbonus, also einen Forschungspunkt, und dadurch, dass 2 Dschungelfelder daneben sind, 2 Dschungelfelder geben jeweils einen Nachbarschaftsbonus an 3er hier. Das wäre nicht schlecht. Das wäre eine Möglichkeit. Lager zur Abwehr von Feinden kann man erst gründen ab dem zweiten Ring. Hallo Jens, liebe Grüße an Sohachi. Die Frage im Chat ist, auf welcher Kontinent das ist. Das ist noch derselbe Kontinent. Das ist aber nicht schlimm, weil für den Bau der Werft und des Hafens ist es egal, weil das ist eh hier unten halt. Werden die Oliven im dritten Ring, den Honig im zweiten. Alternative wäre, hier vorne zu gründen, weil dann würde die Royal Navy Werft, die bei uns den Hafen ersetzt, halt extra Erträge bringen. Hier vorne steht die Royal Navy Werft, die bei uns den Hafen ersetzt, gibt 2 Gold und 4 Loyalität extra, wenn dieser Bezirk auf einem fremden Kontinent steht. Das ist allerdings nicht so viel. Ich würde es davon nicht unbedingt abhängig machen. Und bis man den Hafen erforscht hat, dauert es auch was. Das heißt, wir könnten die Wasserfelder im Augenblick gar nicht gescheit nutzen. Wir könnten ein Stück noch weiter nach oben und könnten sagen, wenn man hier vorne nicht gründen kann, weil die Stadt mittlerweile weg ist, könnten wir, der nächste Siedler ist ja in 7 Runden da, hierhin.
als Ersatz. Ich zeichne es mal ein. Nur als Gedankenexperiment. Hier vorne hin, Dannestadt hinsetzen, hätte man auch die Pferde im zweiten Ring. Im ersten Ring meinte die Bananen im zweiten Ring und man könnte hier auch spannende Distrikte hinsetzen. Hätte aber die Barbaren hier oben und wahrscheinlich sehr schnell dadurch sehr viele Angreifer in dieser Spielphase. Man könnte auch hier einen Hafen hier unten hinsetzen, richtiger als im Chat. Der Hafen wäre im dritten Ring, den könnte man hier unten hinsetzen. Aber man hätte nicht den Bonus mit der Werft, weil die Werft, das bezieht sich, glaube ich, dieser Bonus mit dem fremden Kontinent auf den Startpunkt, nicht des Hafens, sondern der Stadt. Ja, das ist die Frage. Also der Text gibt es nicht her. Aber ich vermute mal, das Relevante ist der Startpunkt der Stadt, ob der auf einem fremden Kontinent ist und nicht des Hafens. Aber genau weiß ich es nicht. Also diesen Fall, dass Hafen und die Stadt, dem der Hafen zugeordnet ist, auf verschiedenen Kontinenten stehen, ist sehr unüblich. Das steht, das ist so ein Detailfall, ist nie und nimmer in der Enzyklopädie erklärt. Nie und nimmer. Ich würde auf jeden Fall zwei Städte machen, nicht eine. Wenn wir in die Mitte gehen, haben wir nur eine Stadt, wenn wir das links und oben aufteilen, zwei brauchen wir des Kulturdrucks. Wir wissen noch nicht, wie eng die Karte zugebaut ist. Je mehr Städte haben, desto mehr Bezirke können wir bauen, desto mehr Loyalitätsdruck können wir ausbauen. Auf der Karte mit den vielen Dschungelfeldern und den vielen Bergfeldern bedeutet jede weitere Stadt eine weitere Gelegenheit, einen attraktiven Campus zu bauen. Ich würde zwei Städte gründen, ich würde nicht hier vorne siedeln, ich würde einmal hier, einmal dort siedeln. Der Siedler, der jetzt entsteht, hier vorne, mit dem gehen wir hier rüber oder suchen was anderes Spannendes. Die Stadt hier oben, der Barbare, ist halt ein Problem, das stimmt, aber wir haben hier in zwei Runden die Karte, mit der man mehr Militäreinheiten bauen kann, die Agoge-Karte. Ich würde zwei Städte machen. Das heißt, auf den beiden Feldern hier, oder wir ziehen die mal unten rum, vielleicht entdecken wir hier noch was Spannendes. Wir ziehen ihnen nicht entgegen. Wir ziehen hier unten lang. Eine Runde weiter. Beide greifen uns an, aber da wir uns verschanzt haben, überleben wir das locker. Sehr schön. Heldentaten.